Hallo Leute, ja, wartet mal. Ja, okay, es geht jetzt weiter. Roxas, kannst du gegen Kulafo kämpfen? Ah. Rückblende. Gut, richtig so. Kulafo wusste, dass er das Buch in dem Körper nicht benutzen kann. Der nächste Ort, zu dem er geht, ist, wo sein ursprünglicher Körper liegt. Tief unter dem Schloss von Kalaila, in den Tiefen der geheimen Maya. An der Spitze des großen Speers. Okay, liegt Kulafos wahrer Körper. Sein Körper wurde versiegelt, als er von dem Speer durchbohrt wurde. Doch. Die Sterne brachen den Speer. Kulafos Körper wird wieder erweckt. Gut, gehen wir also unter das Schloss, um Kulafo endlich zu besiegen. Dies wird der letzte Kampf unserer Legende sein. Wieso fehlen jetzt auf einmal die Stimmen von denen? Okay. Roxas, du hast uns vier Geister. Also, du hast uns vier Geister, ja. Ja, was habe ich mit euch? Diese Seite. Sie wurde lebendig vom Buch der Befreiung geschluckt. Das stimmt, aber wenn du bereit wärst, ein Wunder zu wirken, dann bleibt eine Chance, sie zu retten. Richtig? Dann lass uns es tun. Erinnerst du dich, Roxas? Du kannst auf den Sonnenhügel Wunder wirken. Dort ist das Buch zum ersten Mal erschienen, um die Welt zu erschaffen. Es kann sein, dass noch Macht vom Schöpfungsprozess übrig geblieben ist. Seitdem ist jedoch viel Zeit vergangen. Die Chancen stehen schlecht. Das hier weckt Erinnerungen. Hier traf ich dich zum ersten Mal. Schon gut. Du kannst ein Wunder wirken. Hahaha, nun, Niaki, ungewohnt, etwas so Aufmunterndes von dir zu hören. Hey, ich sage nur die Wahrheit. Ja? Alles klar, packen wir es an. Roxas? Okay, es geht weiter. Oh, das ganze Wasser ist jetzt auf einmal weg. Bruder, warte auf mich! Ja? Oh, Roxas, was machst du denn hier? Die Sterne sind vom Himmel gefallen und haben den Schlossturm getroffen. Der Turm ist eingestürzt und jetzt greifen Monster an. Ich habe eine Idee, vielleicht kannst du ein Wunder wirken. Bitte, setz deine Macht ein, um uns zu retten. Ja, er hat recht, nur du kannst uns retten. Bitte, Roxas, ich meine, oh, Roxas. Hör mir zu, ich habe von Anfang an dich geglaubt. Die anderen haben dich an einen Verräter geschimpft, nur ich habe dir vertraut. Halt die Fresse, du scheiß Spasti. Ehrlich. Er sagt die Wahrheit. Was auch geschehen mag, wir wissen, du bist Kalailas Heldenstein, Roxas. Ja, er glaubt das auch nicht, diese kleinen Ratten. Die decken sich nur was aus. Was für ein feiges Paar. Hier wimmelt das von Monstern. Bitte rette uns. Ja. Oh, den Götter sei Dank. Danke, Roxas. Oh, Roxas, bitte rette unsere Stadt. Einer muss es ja machen, deswegen mache ich das. Roxas, du bist zurück. Vergib mir, Roxas. Ich hätte diese Dinge niemals zu dir sagen sollen. Danke für alles, was du getan hast. Am Ende war Fana glücklich und das ist alles, worauf es ankommt. Okay, jetzt kommen alle und entschuldigen sich bei mir, oder wie? Und du? Roxas, ich habe an dir gezweifelt und dich aus der Stadt gejagt. Selbst als du fort warst, kamen mehr Monster und das Chaos wurde größer. Wir haben uns geirrt. Wir alle. Ich weiß, dass ich kein Recht habe. Aber würdest du uns bitte retten? Ich will wieder an dich glauben können. Ja. Was, du vergibst uns? Nach allem, was wir getan haben? Ja, wir sind die Helden, deswegen müssen wir das machen. Hey, Meister Roxas. Der Turm steht nicht mehr und Rohan versiegt den Chaos. Du musst uns retten. Ja, du alter Sack, du hast mich auch verraten. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du noch nachtragend bist. Ja, bin ich. Das war doch alles ein Missverständnis. Es tut mir leid, ganz ehrlich. Also bitte, rette uns noch einmal. Yep. Ja, wirklich? Ich bin so dankbar. Danke, danke. Ihr sollt mir die Füße küssen, ihr Spastis.
Und du? Roxas, warum bist du zurückgekehrt? Ich weiß, dass das Geschehene nicht deine Schuld war. Aber die Menschen hier in der Stadt wollten einfach nichts anderes hören. Wieso? Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um diese Stadt zu beschützen. Das ist die Pflicht, die ich schon seit Jahrhunderten erfülle. Okay, jetzt stürzt der Himmel auf uns nieder. Die Stadt versinkt in Chaos. Viele Menschen haben ihr Leben verloren. Ich konnte Juan nicht retten. Stimmt. Roxas, ich flehe dich an. Es kommen immer mehr Monster. Kannst du nicht unsere Stadt beschützen? Danke, du bist ein Sinnbild für Heldentum. Ja, das ist alles, was du sagst. Küss mir die Füße. Diese Stadt ist voller Trottel. Roxas, ich habe alles darüber gehört. Wie schlecht man dich behandelt hat. Ja. Das stimmt. Siehst du, also weshalb solltest du sie retten wollen? Hier muss etwas furchtbares, trauriges passiert sein. Wenn die Lage ernst wird, dann hoffen sie auf ein Wunder. Rückgratlose Feiglinge sollen sie doch mit der Welt untergehen. Nyaki, so verhalten sich Menschen, wenn sie sich machtlos fühlen. Was wirst du tun? Wirst du die Stadt retten? Roxas? Ah, unser Freund ist da. Lange nicht gesehen. Und? Sieht aus, als hättest du das, was du verloren hast, wiederbekommen. Ich wusste immer, dass du das schaffen kannst. Na klar. Ich bin auch gerade fertig geworden. Nimm das hier, Roxas. Und was ist das? Ach so. Ah, er hat unsere Seiten gefunden. Dankeschön. Frohes Versteck. Hi, Kiefer. Jetzt ist wieder alles vollständig. Es ist ein Jammer, dass du nach Hause kommst und das hier vorzufinden. Früher hätte ich darüber einfach nur gelacht. Ich habe alles gehasst. Meine Welt, mein Land und meine Stadt. Aber dieses Verhalten hat überhaupt nichts geändert. Stimmt's, Roxas? Du gehst jetzt, oder? Wir sind Freunde, natürlich weiß ich das. Ich werde mit dir kommen. Okay, du willst mit mir kämpfen. Hä, dieser kleine Mistkerl hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Menschen können sich ändern. Dann lass uns aufbrechen. Wenn das die neue Welt von Roxas ist, dann werde ich folgen. Ich auch. Ja, ich auch. Ach, die sind witzig. Was ist denn bloß passiert? Mein armes Schloss und meine Untertanen. Na, jetzt auf einmal kommst du auch noch raus? Du, was willst du hier? Hast du das alles angerichtet? Nein. Wie kommst du darauf? Monster! Du Ungetüm! Ach, das darf nicht sein. Die Geschichte und ihre Ehre des tausendjährigen Kalaila. Sie dürfen nicht mit mir enden. Das lasse ich nicht zu. Roxas, und jetzt? Wirst du ihnen helfen? Ja. Gut, kümmern wir uns um diesen Rabauken. Und? Warte, wer hat denn da... Ah, Heath ist da! Heath, du alter Kumpel von mir. Was? Heath? Warum sollte mir ein General des Waisenreichs helfen? Ich gehöre dem Reich nicht länger an und wir haben keine Zeit für Staatsfragen. Was? Roxas, ich weiß, dass es schwer ist, um ihm zu vergeben, aber Menschen müssen vergeben können. Ich habe ihn nur längst vergeben. Dann wetten, das war ein... Was? Hat er ein Messer geworfen? Hm? Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um für meine Fehler zu büßen. Du musst mir nicht... vergeben, aber ich kann nicht länger nur davonlaufen. Okay. Die haben vor die Riesenschwerter. Und jetzt kommt das Schaukelpferd. Hä, guck mal, wer da alles kommt. Roxas, rette mich. Oh, Roxas, schick uns ein Wunder. Roxas, Heldenstern von Kalaila. Uns bleibt jetzt nur noch, dich anzufeuern. Roxas, ich glaub an dich. Jetzt kommen alle zu mir und küssen mir die Füße. Aha. Roxas, danke. Schick uns ein Wunder, um die Stadt zu retten. Nun, Roxas, wirst du sie nun retten oder nicht? Hä? Was überlegt er noch? Hä? Ja. Ich werde sie retten. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich Nein gemacht hätte? Gut, kümmern wir uns um die Rabauken. Ja, kommt her, ihr Spastis.
kommt her. Und? Ah, ich habe immer noch diese scheiß Waffe. Ich habe eine Blume, juhu! Heißt das, dass ich jetzt alles habe, oder wie? Yeah, ich habe alles! Okay, komm her, du Dreckspferd. Du scheiß Dreckspferd, komm her. So. So, 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 so. Okay, das habe ich auch erledigt. Das ging ja schnell. Roxas, du. Du bist wahrlich Kaleidos Rettung. Nein, bin ich nie. Ich bin nur ein Held. Du weißt, dass es so ist, Roxas. Oh. Ah. Das ist unser Heldenstern. Roxas, du warst großartig. Halt die Fresse, ihr beiden, Mann. Ich glaube, ein Wunder? Was? Wir wurden gerettet. Das ist Kaleidos Heldenstern. Jetzt sind sie glücklich. Du hast recht. Ich kann sie nicht leiden. Menschen von Kalaila, noch ist es nichts an der Zeit zu feiern. Ja, Heath, du hast recht. Wir müssen noch Kalafo töten. Wie? Heath, was meinst du damit? Die Armee des Reichs ist ein Anmarsch. Sie marschiert auf diese Stadt zu. Angeführt wird sie von Prinz Faldo. Und in den Rängen der Armee tummeln sich Monster. Was? Dann lass sie kommen. Unsere Soldaten werden sie in die Macht Galaidas spüren lassen. Zu den Waffenmänner. Aber sie haben Monster in ihren Reihen, gegen die wir nicht kämpfen. Ah! Ah! Feige Scheißbastarde. Halt, ihr Feiglinge! Oh Gott, das ist ja ein richtiger Krieg. Bruder, wart auf mich! Ach, ist klar, dass ihr sofort flieht. Nein, nicht noch ein Krieg. Ah! Roxas, was auch immer geschieht. Rohan wird dich nicht enttäuschen. Das verspreche ich dir. Und jetzt haust du auch noch ab. Ist klar. Fürs Erste müssen wir uns zurückziehen. Ja, hau ab. Alle sind weg. Roxas. Sieht aus, als hättest du alles, was du verloren hast, wiederbekommen. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich bin umhergereist und habe Informationen gesammelt. Ich habe etwas herausgefunden, als ich in Vermans Vergangenheit gekramt habe. Scheinbar will er den Dämonenfürst aus der Legende wieder erwecken. Natürlich glauben überhaupt nur wenige an diese Legende, aber dieser Dämonenfürst hat es wirklich gegeben. Er war eher ein Riese. Einst herrschte ein einziger Riese über diese Welt. Er herrschte auch über die Menschen, aber diese lehnten sich gegen ihn auf und eroberten ihre Welt zurück. Die Menschen haben den Riesen mit Hilfe des großen Speers besiegt. Er ist in Kalaidas geschehen und der Schlossturm ist der große Speer. Doch der Riese überlebte all die Jahre. Aufgespießt auf den großen Speer und verfluchte die Menschheit. Bald schon war es ihm möglich, seine Seele von seinem Körper zu lösen. So kann er Tote übernehmen und ihren Körper wie Marionetten steuern. Das tat er jahrhundertelang und brachte Leid, wo auch immer er hinkam. Vielleicht als Teil seiner Rache, vielleicht aus anderen Motiven. Aber dieser Riese wurde letztendlich bekannt als der legendäre Dämonenfürst. Wehrmann hat einen Meuchelmörder auf Prinz Waldo angesetzt und den Leichnam dem Dämonenfürst übergeben. Der ist es, der jetzt in der Höhle des Prinzen lebt. Der Sternenregen traf den Turm, okay. Vielleicht hat man versucht, den Körper vom Speer zu lösen. Das könnte auch der Grund sein, warum das Reich jetzt angreift. Kolafo. Scheiß Riese, einst reisten wir mit ihm. Wie du, wurde auch er vom Buch der Prophezeiung geführt. Er wählte aus, was von Wert für die Schöpfung der neuen Welt war. Und dies ist die Welt, die er erschaffen hat. Genug Gerede über vergangene Zeiten. Wir wissen, der Auserwählte ist nicht Kolafo, sondern Roxas. Ich glaube an Roxas und deshalb bin ich hier. Genau, er hat recht. Uns bleibt nicht viel Zeit, bevor die Armee hier eintrifft. Mir auch nicht mehr. Müssen wir zum Keller des Schlosses. Es gibt einen Weg, der vom Friedhof ins Schloss führt. Lass uns jetzt dorthin gehen. Okay, aber erst im nächsten Part. Tschüss.